So, da wären wir wieder. Und in der Zwischenzeit gab es frohe Kunde, denn ich habe in den Kommentaren gelesen, wenn wir die Pigtails weiterverarbeiten zu dem Stoff, obwohl ich jetzt gar nicht weiß, ob da direkt Stoff rauskommt oder erstmal Garn. Ich glaube, da kommt Garn raus. Naja, so oder so, wenn das Pigtail weiterverarbeitet wird, fallen dabei Samen ab. Das heißt, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass wir aus Versehen alle unsere Samen loswerden. Gucken wir nochmal ganz kurz, was hier passiert. Also, er hat jetzt vier Pigtails hier reingestopft. Lassen wir mal kurz laufen. Und sobald er fertig ist und wegläuft, gucken wir, was denn übrig geblieben ist in dem Workshop. Brauchen wir aber ganz schön lange. Ah, so. Was ist da jetzt noch drin? Wir haben Pigtail Seeds, Pigtail Fiber Thread. Das ist super. Da stellen wir sofort was um. Das heißt, wir gehen jetzt wieder in die Küche und sagen, Pigtails sollen nicht verbraut werden. Das heißt, alle 446 Stück werden jetzt zu Garn verarbeitet. Dafür können die ganzen Plump-Helme jetzt mal weg. So, Sweet Pots, Cave Wheat. Wie schaut es da mit den Samen aus? Cave Wheat Seeds haben wir eine Menge. Sweet Pots, die waren kurzfristig mal alle, haben aber auch wieder genug. Also ja, ist eigentlich vollkommen egal, was abgebaut wird. Eigentlich sollte man immer dafür sorgen, dass möglichst viele verschiedene Alkoholsorten da sind. Aber wir haben jetzt schon 3, 4 Jahre lang durchgehend alles gebraut. Das heißt, wir müssten eigentlich von jedem was da haben. Das heißt, wir können jetzt ruhig erstmal den ganzen Plump Helmets verbrauchen. So, was haben wir noch? Also die Stoffproduktion dürfte damit gerettet sein. Wir sollten dann hier gleich mal anschmeißen, dass der eigentliche Stoff gewebt werden soll. Macht das dann derselbe Zwerg? Nein, das ist, glaube ich, ein Farmer, der das hier macht, das Weiterverarbeiten von dem Pigtail zu dem Garn. Und unser Stoffzwerg kann das dann zu dem Stoff verarbeiten. Und dann später, wenn wir genug Stoff haben, kann derselbe Zwerg dann daraus unsere Socken, Shirts und Trousers machen. Also Socken, Hose und Hemd. Und ja, unsere Zwerge kriegen keine Schuhe. Aber damit werden sie klarkommen müssen. So, was haben wir noch? Ich wollte einen Zugang zu dem Wasser unten machen. Ja. Naja, von wollen kann keine Rede sein. Wir müssen das machen. Aber das ist halt gefährlich. Weil hier unten irgendwo. Hier ist das Wasser. Gucken wir mal kurz hoch. Also in der Mitte des Bildschirms ist unser Turm. Mitte und ein bisschen rechts. Und ich mache mal die Karte ganz weg. So. Okay, immer noch Mitte und ein bisschen rechts ist unser Turm. Also hier ungefähr ist unser Turm. Da ist das Wasser. Das heißt, wir bauen jetzt unseren Turm bis zu der Etage ungefähr runter, machen dann hier einen Tunnel nach oben mit so einem kleinen Raum drin und versuchen dann von da aus hier runter so ein Wasserfeld zu treffen. Der Brunnen darf, glaube ich, auch über mehrere Teils tief sein. Das einzige Problem ist halt nur, wenn wir runterbuddeln, fällt der Zwerg irgendwann ins Wasser und ertrinkt wahrscheinlich. Das wäre nicht so toll. Wir haben ja schon zu viele Zwerge verloren. Und mir fällt gerade auf, dadurch, dass hier unten ja die Pilze wachsen, werden nach und nach alle Gänge zugebaut. Ha, das ist ja auch ganz praktisch. Das heißt, mit etwas Glück brauchen wir keine Mauern hier unten zu bauen. Denn es gibt durch die ganzen Pilze keinen Zugang mehr zu unserer Festung. Weil durch den Brunnen kann eigentlich, glaube ich, nichts reinkommen. Nicht mal ein Flieger. Aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ein Flieger könnte halt nicht. Ach, können Flieger über Bäume rüberfliegen, wenn kein Teil drüber frei ist? Hat sich erledigt, es ist immer ein Teil drüber frei. Ah, das ist hier unten recht ärgerlich. Also das hier ist halt der Boden. Und den haben sie. Über jedem Bodenfeld noch ein leeres Feld, dass die Flieger wirklich überall durchkommen. Das heißt, wenn irgendwann jetzt mal ein Drache aus dem Untergrund kommt oder irgendeine fliegende Weiwern oder was auch immer noch an skurrilen Kreaturen es da gibt, Manticore fällt mir jetzt noch ein, der könnte dann einfach hochfliegen bis zu unserem Brunnen und eventuell dann durch. Vielleicht weiß ja einer von euch, ob das klappt oder nicht. Das heißt, wir müssten dann den Brunnen auch noch extra sichern. Aber ja, erstmal wollten wir runterbuddeln. Dafür brauche ich jetzt erstmal wieder meinen Tab hier, sonst kann ich mich nicht orientieren. Also ja, ich brauche den nicht mehr so wirklich, aber es ist einfach Gewöhnungssache. So. Wir wollten runter bis wo?
Hier ist das leere Feld, wo man fliegen kann. Mindestens 1, 2 drüber sollten frei sein, also machen wir es dann bis hier. 1, 2, 3. Was zur Hölle? Ups. Ja, das ist nicht so ganz passend. DX. Da bin ich von der falschen Ausgangsstelle ausgegangen. Ganz schnell wieder weg, dass es nicht passiert. So. Also, da ist die oben rechtere Ecke. Jetzt habe ich nur die Startfläche hier unten nicht mehr. Also, 1, 2. Das ist die Fliegestelle. Eine Ebene frei, noch eine Ebene frei. Das heißt, das ist unsere unterste Etage. Das passt doch. Das heißt, hier gibt es jetzt nur Treppen nach oben. So, da auch. Auch wenn wir uns die Treppen auf allen Seiten hier unten eigentlich sparen können. Die sind oben halt nur wichtig, damit die Zwerge möglichst viele Wege gehen können und sie nicht gegenseitig im Weg stehen. Aber hier unten, naja. Wer weiß, wie viele Zwerge später zum Brunnen rennen. Wobei der Brunnen eigentlich echt nur dafür da ist, wenn jemand krank ist, dem was zu trinken zu geben oder sich ab und an zu reinigen. So, jetzt müssten wir gleich wieder oben bei unserem Schießstand rauskommen. Hier haben wir auch schon mal Gold. Vielleicht finden wir unterwegs noch irgendwas, wenn wir das hier alles frei machen. Und die restlichen Wände waren, glaube ich, auch aus Granit. Was ja auch recht praktisch ist. So, das hätten wir auch geschafft. Und ist es Granit? Ja, Granit. Granit. Und hier ganz unten ist auch Granit und danach Marble. Na gut, das wird eine ganze Weile dauern, bis die Zwerge das alles ausgegraben haben. Was haben wir in der Zwischenzeit noch zu erledigen? Ich wollte einen neuen Trupp aufstellen, aber das mache ich erst in ein, zwei Monaten, wenn unsere Krieger sich ein wenig entspannt haben. Dann wollte ich einen 10er-Trupp aufstellen, auf jeden Fall mit Crossbowmen. Und dann noch einen Trupp mit Nahkämpfern. Den aber eventuell nur zur Hälfte besetzen. Denn in den Kommentaren wurde richtigerweise erwähnt, dass wenn wir jetzt nur Armbrustschützen hätten, dann könnten wir ein echtes Problem bekommen, sobald die Goblins nah rankommen. Also früher war es so, du hast einen Trupp Armbrustschützen irgendwo hingestellt. Besser gesagt, du hast 10 einzelne Trupps aufgestellt, damit du sie besser kontrollieren kannst. Und die haben sich noch keinen Fleck bewegt, die standen genau in einer Reihe. Und da kam nichts ran. Oh, wirklich gar nichts. Die haben so schnell geschossen mit ihren Elfenknochenbolzen, da kam nichts an. Aber jetzt in der aktuellen Version ist das nicht mehr ganz so einfach. Das heißt, ein 10er Trupp Armbrustschützen und ein 5er Trupp Hammer oder Axtzwerge, bin ich mir noch nicht sicher. Wobei der Unaussprechliche richtigerweise auch erwähnt hat, dass wir doch eher Hammerzwerge nehmen sollten, denn Hämmer sind besser gegen Plattenpanzer und die Goblins haben immer Plattenpanzer an, also diese Kupferplattenpanzer. Also werden es ja wohl Hammerzwerge werden. In der Zwischenzeit können wir auch noch hier den Boden weiter ausbauen. Wir müssen ja unser Granit loswerden, damit ich später wieder meckern kann, dass wir kein Granit haben. Granitblock da. Ach, wir haben nur noch 51 Blöcke, das kann ja... und so weiter. Ich hätte echt gedacht, wir hätten noch mehr. Aber gut, schmeißen wir gleich wieder an. So, das kann auch weg. Und da unten auch noch. Umgesiedelt haben wir die schon, ne? Ja, aber nur 5. Das war der eine Trupp, der so extrem depri war. Der ist jetzt hier links eingeordnet. Das heißt, die müssten wir auch noch zu Ende machen. Und dann kommt hier der ganze Armbrusttrupp hin. Und hier dann der Hammertrupp. So, Granit. Blöcke. JM. Wir hätten gerne Rock Block 30. Irgendwie wird der Knochenhaufen nicht größer. Das finde ich komisch. Schädel. Knochen. Schädel. Wer ist Bugs Mullex Gullus? Das werden wahrscheinlich irgendwelche Goblins gewesen sein, ha? Huh? Er hat noch ein Stückchen Goblinblut dran. Aber so viele Goblins, wie gestorben sind... Okay, so viele sind gar nicht gestorben. Die meisten sind in den Käfigen gelandet. Aber unsere Hunde und so weiter, die müssen noch alle hier oben noch liegen. Ob wehe, wir haben nicht die Knochen hier verboten. Doch, Schädel, Knochen,
Panzer, Zähne, Hörner, Haare und Wolle ist alles verboten. Das heißt, sobald die Leichen genug verwest sind, müssten sie eigentlich runtergebracht werden, die Einzelteile. Was haben wir hier so? Das sind noch alles richtige Körperteile. Also Arme, Beine, Füße, Hände und so weiter. Und ganze Goblins. Und ja, noch so eine Sache, die in den Kommentaren stand. Wir könnten doch die Tiere von hier draußen rausnehmen und da unten in die Pastures reintun. Das ist jetzt auch eine echt gute Idee. Denn vorher ging es halt nicht, weil wir die unterirdischen Höhlen nicht durchbrochen haben und dadurch keine Pilze auf dem Boden gewachsen sind. Dann mussten wir extra sie irgendwo unterbringen, wo Sonnenlicht rankommt. Weil nur da, wo Sonnenlicht rankommt, auch Gras wächst. Aber jetzt haben wir hier ja Moos und Fungus und was haben wir hier noch? Shrub. Das ist ein Busch. Das müsste auf jeden Fall reichen. Das heißt, wir machen jetzt eine riesige Zone. Hier unten. Oder hier oben eigentlich. Ah, wir können keine so große Zone machen. Na gut, es wurde sowieso in den Kommentaren auch gesagt, dass wir die Zone vielleicht ein bisschen kleiner machen sollten und dafür halt mehrere. Das soll wohl besser sein. Und ich vertraue mal meinen Zuschauern. Also wir machen jetzt hier eine Zone hin. Da nützt es nicht symmetrisch. X. So. Warum war das nicht symmetrisch? Achso, ich habe den Gang hier freilassen wollen und. Na, okay. So. Nee, nicht stop. I. Mann. So. Hier jetzt auch noch hin. Da können wir auch die Hunde von unten hier hochbringen. Denn die Hunde vermehren sich auch nicht, weil es zu viele sind. Das ist mir auch tierisch neu. Finde ich aber ein sehr cooles Feature. Dass die Tiere halt, wie in Real Life auch, sich dementsprechend anpassen, wie viele Artgenossen denn da sind. Wenn wenig da sind, produzieren sie extrem viel mehr und haben teilweise auch Mehrlinge, also 2, 3, 4 Linge, um halt das auszugleichen, dass es wenig Artgenossen gibt. Und wenn zu viele da sind, dann kriegen die teilweise gar keine Kinder mehr. Und dass sie das hier im Spiel eingebaut haben, finde ich einfach nur cool. So. Wo laufe ich jetzt eigentlich hin? Ach, zum Hundezwinger unten. Ja, und das sind einfach zu viele Hunde. Der Zwinger hier unten ist zwar größer, aber trotzdem sind einfach zu viele Hunde. Das heißt, noch mehr Schlachten. Kriegshunde. Und die Kriegshunde kriegen... Achso, wir haben schon ganz viel markiert. Ah, da sind die Schlachter wieder zu langsam. Oder ich schwafel zu viel im Pausenmodus. Eins von beiden. Lass mal einfach ein bisschen weiterlaufen. Und währenddessen schicken wir die Tiere rüber? Nee, das geht nicht. Dann müssen wir wieder Pause machen. Na gut. Also, unten links kommen denn jetzt mal was rein? Erstmal Pen Pasture, Shift N. Wir könnten das ein bisschen sortieren. Was macht für mich nicht allzu viel Sinn. Also wir könnten jetzt hier unten links die Vögel reinpacken, damit da die Gelege hin können. Wir könnten unten rechts dann Säugetiere, oben rechts Echsenartige oder was weiß ich. Aber nö, sehe ich keinen Sinn. Ich packe jetzt erstmal die mit dem Namen hier unten links rein. Das sind, glaube ich, Haustiere. Die sind auch wichtiger. Eine Katze... Meerschwein, Schwein, irgendwas Schwein. Und die haben alle keinen Namen, außer die Goblins. Und die Goblins sollen immer noch nicht in unsere Pastures rein. So, nö. Das war's für den Stockpile. Escape. Jetzt komme ich hier erstmal alle anderen hin, die nicht Hunde sind. Dürften ja auch nicht allzu viele sein. Honey Badger, Gander... Die haben alle Namen, das sind Hunde. Kiwi, der Buzzard, der immer wieder getamed wird und wieder zurückgetamed wird. Das. Ne, das war der Peregrin-Falke. Der hat immer so rumgemotzt. So, die Ratte können wir, glaube ich, nicht frei rumlaufen lassen, weil dann kriegen die Zwerge schlechte Gedanken, weil es halt Ungeziefer ist. Der Esel kann ja noch hin. Und der Hahn. Und der Rest sind Goblins. Ne, da ist noch eine Mietskatze. Unter den ganzen Goblins begraben. Oh, und die Schwein, irgendwas Schweine. Komm auch noch mit. Und ein Jack. Pferd,
Ram weiß ich immer noch nicht, was ist. Und da unten ist wieder ein Goblin. So, jetzt müssten alle Tiere zugeordnet sein. Gehen die schon freiwillig? Ne, die müssen alle von einem Zwerg hingebracht werden. Na gut, sei es drum, machen wir jetzt mal eine kleine Pause und in der nächsten Folge gucken wir dann mal, wie das unten weitergeht in unserem Brunnen. Dafür brauchen wir überhaupt noch ein Bucket, wir brauchen eine Kette und einen Block. Kette haben wir, glaube ich, schon produziert, die Kupferketten. Buckets haben wir auf jeden Fall und Blöcke eh. Ja, das müsste recht schnell in Zugange sein, sobald wir dann den Weg dahin erstmal freigeschafft haben. Also bis gleich.